Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen ist es raus. Galeria Karstadt Kaufhof will 3 von 8 verbliebenen Warenhäusern in Berlin dicht machen. Das ist fast die Hälfte der Warenhäuser, die wir hier noch haben. Auch der neue Investor scheint die Politik von Signa fortsetzen zu wollen. Das heißt also keine Investitionen. Die Häuser werden auf Verschleiß gefahren, werden dann nach und nach dicht gemacht. Es werden die Profite mitgenommen, die man eben noch so ohne Investitionen mitnehmen kann. Und am Ende zahlen die Beschäftigten die Zeche und verlieren ihren Arbeitsplatz. Wir wollen das nicht hinnehmen. Wir müssen gerade jetzt an der Seite der Verkäuferinnen stehen. Und wir müssen alles dafür tun, damit alle Warenhausstandorte in Berlin erhalten bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was macht der Senat? Ich finde, zu wenig. Sie scheinen die Schließung schon akzeptiert zu haben. Im Sommer soll ein Zentrengipfel stattfinden, das ist gut. Aber dann sind diese 3 Kaufhäuser, um die es jetzt geht, jedenfalls nicht mehr zu retten. Frau Giffey, ist ja klar, Sie haben uns am Montag im Wirtschaftsausschuss erklärt, dass Sie ja auch erst vor ungefähr 2 Wochen erfahren hätten, wer jetzt der neue Investor sei und auch dann erst hätten aktiv werden können. Das stimmt nicht so ganz, denke ich, denn die Sanierung bereitet ja, dass Sie das erst dann erfahren haben, stimmt sicherlich, aber die Sanierung bereitet doch der Insolvenzverwalter vor. Der entscheidet doch, was zu retten ist und was nicht. Und der Insolvenzantrag ist schon Anfang Januar gestellt worden, also vor gut 4 Monaten. Und spätestens dann hätte man mit Hochdruck anfangen müssen, an öffentlichen Lösungen zu arbeiten. Diese 4 Monate sind verschenkt worden. Ich denke, der Senat hat auch an dieser Stelle versagt, was die Interessen der Beschäftigten angeht. Und unsere Vorschläge liegen auch schon lange auf dem Tisch, auch schon lange vor Januar. Wir schlagen vor, die kriselnden Häuser dadurch zu stützen, dass man auf den unwirtschaftlichen Teilflächen zusätzlich öffentliche Einrichtungen einrichtet, Bibliotheken, Kitas, Bürgerämter. Dadurch nimmt man den Mietdruck von Galeria Karstadt Kaufhof. Man kriegt ein bisschen einen Fuß in die Tür und hat eine ganz andere Verhandlungsposition auch gegenüber den neuen Investoren und auch gegenüber den Vermietern. Und man sorgt zusätzlich für mehr Umsätze in den krisenlindernden Häusern. Das ist alles abgelehnt worden. Wir haben das schon häufiger hier vorgeschlagen. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Und wir haben weiter vorgeschlagen, dass wenn das nichts bringt, dass man dann auch über öffentliche Beteiligung an einzelnen Kaufhäusern reden muss. Ja, warum denn nicht? Das kann man gerne auch Kommunalisierung nennen. Aber wenn diese Kaufhäuser eine wichtige Bedeutung haben für die Nahversorgung in den Kiezen, wenn sie schon so eine Art Daseinsvorsorge sogar sind, warum soll denn dann nicht auch der Staat wie in anderen Bereichen einsteigen, um diese Standorte zu sichern für die Menschen in den Kiezen? Das kann ich nicht nachvollziehen. Anstatt auf uns zu hören und alles zu versuchen, um die Kaufhäuser zu retten, hat der Senat sich über unsere Vorschläge lustig gemacht. Sie haben davon gesprochen, wir würden DDR-Konsumgenossenschaften wieder anstreben, was völliger Unsinn ist, was nichts mit dem zu tun hat, was ich Ihnen gerade versucht habe zu erklären. Sie haben sich lustig gemacht, Sie haben nichts vorbereitet und jetzt wissen wir, 3 von 8 Kaufhäusern sollen geschlossen werden und Sie stehen daneben, machen dicke Backen und können nichts daran ändern. Wie schon gesagt, der Senat hat an dieser Stelle komplett versagt. Und es ist doch klar, dass es unheimlich viel schwieriger ist, einen einmal geschlossenen Standort wieder zu beleben und eine Einkaufsstraße, die schon von Leerstand befallen ist, wieder auf die Spur zu bringen, dass das viel schwieriger ist, als ein kriselndes Kaufhaus zu erhalten. Das ist auch viel teurer und deswegen muss jetzt gehandelt werden und deswegen müssen jetzt die Standorte, die Kaufhäuser in Berlin alle erhalten bleiben. Wenn Galeria Karstadt Kaufhof zum Beispiel am Tempelhofer Damm schließt oder in der Spandauer Altstadt, dann ist es für diese Einkaufsstraßen ein Todesstoß und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt schnell handeln. Auf der Schließungsliste stehen zum Glück nicht die Filialen am Hermannplatz und am Kudamm, das ist gut, aber auch diese Häuser sind in Gefahr, denn die Immobilien gehören ja immer noch dem Signa-Konzern. Und die Gefahr ist groß, dass diese Immobilien jetzt an den nächsten Spekulanten weiterverkauft werden, der dann mit irgendwelchen großen, wahnsinnigen Immobilienprojekten wieder die Mieten in die Höhe treibt und die Kaufhäuser
gefährdet. Und deswegen ist unser Vorschlag, versuchen wir, diese beiden Immobilien in öffentliche Hand zu kriegen, sei es über Vorkaufssatzungen, sei es über direkte Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter. Denn so können wir die Kaufhäuser schützen, so können wir die Mieten regulieren und so können wir auch für eine gute Entwicklung in diesem Kiezen sorgen. Unsere Hoffnung ist, deswegen haben wir diesen Dringlichkeitsantrag mit den Grünen eingebracht, dass wenigstens jetzt der Senat ein bisschen anfängt, auf uns zu hören. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Lassen Sie uns versuchen, das zu retten, was noch zu retten ist. Vielen Dank. Mhm.